Neuster Ultramumpitz von Precht über Ossis und Wessis. Laut ihm sind Wessis keine Deutschen mehr und Ossis sind eine Mischung aus DDR, Drittes Reich und Preußen. Ja, es wird wieder traumhaft. Traumhaft, blödsinnig, absurd, am laufenden Band. Richard David Precht, der gefühlt zu allem eine nutzlose Meinung hat und sie allwöchentlich mit Lanz beim Podcast im ZDF ins Mikrofon brabbelt. Und anstatt bei Themen, wo man keine Ahnung hat, einfach mal zu sagen, nee, da sagen wir nichts, springt man auf jeden Zug auf, der vorbeifährt. Aktuell sind es natürlich die Wahlen in Ostdeutschland, die man sich als abgehobener Elfenbeinturm-Reichling nicht erklären kann. Und deswegen allerlei Absurditäten über das Denken des Ostdeutschen von sich gibt. Wobei es denn natürlich im Sinne des Vergleichs auch allerhand Absurditäten über den Westdeutschen gibt. Und da sich da noch nicht genug Leute mit Ruhm bekleckert haben, dachte sich wahrscheinlich Richard David Precht, er erklärt mal wieder allen, wie es richtig geht. Das geht schon damit, dass Precht seine krude Theorie mit dem Wort Osthermetik einleiten muss. Was Zuhörer nur verklickern soll, Achtung, ich schlau, du dumm. Typisches Sprechverhalten von Akademikern, die denken, sie sind tatsächlich schlauer als andere Leute, nur weil sie jahrelang damit verschwendet haben, irgendwelche nutzlosen Wörter zu lernen. Ja, Hermetik, beziehungsweise Osthermetik. Ein nutzloses, hochtrabendes Schwafelwort, was nichts anderes heißt als rausfinden, wie der Ossi denkt. Dass aber ein solch abgehobener Sprachgebrauch nichts anderes ist als ein intrinsisch böotischer Sophismus der Selbstdekonstruktion, ja, das kapieren Typen wie Precht einfach nicht. Oder anders gesagt, sie verstecken ihre Inkompetenz hinter Fantasiewörtern und legen sich damit selber Schachmatt. Der Trugschluss, dass das Verwenden von Fachsprache einen intelligent macht. Denn intelligent macht einen nicht die Wortwahl, intelligent macht einen auch nicht der Inhalt, sondern der Weg, wie ich zu dem Inhalt komme. Weil kenne ich den Weg, kann ich ihn immer wieder wiederholen und finde immer wieder zum Ziel. Ein uraltes Prinzip, was schon Konfuzius gekannt haben soll, mit den Worten: Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag, lehre einem Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Aber naja, anstatt Precht sich mit dem Ossi inhaltlich mal auseinandersetzt, erfindet er lieber irgendwelche kruden Theorien über ihn. Denn bei der Wende habe der Ossi gedacht, er bekomme ein Land, das ähnlich ist wie die DDR, mit deutlich gefüllteren Warenregalen, sehr viel mehr Freiheit und weniger Stasi. Wobei es die meisten mehr auf die gefüllten Warenregale abgesehen haben, also dem wirtschaftlichen Erfolg der BRD, denn angeblich sollen für viele die Schattenseiten der DDR nicht stark spürbar gewesen sein, nicht so schlimm gewesen sein oder man habe das gar nicht gemerkt. Nee, jeder hat jeden Tag die Schattenseiten der DDR gemerkt. Würde man wissen, wenn man sich mit Ostdeutschen interessiert unterhalten würde und auch mal nachfragen würde, na wie war's denn zu DDR-Zeiten? Aber okay, wozu soll sich denn ein Möchtegern-Philosoph mit den Leuten auseinandersetzen, über die er redet und die er aburteilt? Und naja, so wie der Ossi angeblich nicht so richtig mitgekriegt hat, wie schlimm die DDR war, so soll er auch die negativen Seiten der BRD nicht mitgekriegt haben. Tja, der Precht hält den Ossi also für ignorant und dumm. Und Precht hat wahrscheinlich auch noch nie was vom sogenannten Schwarzen Kanal gehört. Aber egal, muss man ja nicht, wenn man sich irgendwas zusammenfantasiert. Na jedenfalls hat dann der Ossi auch nicht die atemberaubende Transformation seit 1949 mitgekriegt, die in der Bundesrepublik passiert ist. Denn die alte BRD war nur noch zu einem kleinen Teil Deutschland. Denn Deutschland sei enorm verwestlicht worden. Früher war die BRD kein westliches Land, beziehungsweise das davor. Es war Mitteldeutschland. Und das habe sich halt geändert, wurde verwestlicht durch Hollywood-Filme, Jeans und Coca-Cola. Was zwar auch vieles war, was in der DDR vielleicht ein bisschen nachgemacht wurde, aber eben nur im Kleinen. Die massiven kulturellen Veränderungen im Westen, wie zum Beispiel durch die Musik und auch durch ins Urlaub fahren nach Frankreich, Italien und Co., das hat die BRD total verändert. Auch die Gastarbeiter, die am Anfang noch abgelehnt wurden, hätten bis 1989 sich integriert und auch die BRD verändert. Was man daran merke, dass es keine bösen Schimpfwörter mehr für Gastarbeiter gab. Und solche Verwestlichungen sind halt in der DDR nur in kleinen Dosen passiert. Deswegen hat sich in der DDR das alte Deutschland erhalten. Und zwar das alte Deutschland seit den Preußen. Und da hatte man eben noch Respekt vor der Obrigkeit,
Angst vor der Polizei und dadurch weniger Kriminalität. Es wurde eben den Leuten dadurch das Leben weitestgehend erleichtert und es wurde geregelt. Man hatte auch weniger Ausländer, nur solche aus Angola, Kuba, Vietnam. Die sind dann im Stadtbild gar nicht aufgefallen, höchstens mal an Universitäten. Abends hat man aber mit denen nichts gemacht. Die waren kein Teil der DDR. Und deswegen konnte das alte Deutschland überleben. Das deswegen heute immer noch eine Mischung ist aus Preußen, DDR und Drittes Reich. Und im Westen ist das halt nicht so. Der Ossi legt halt mehr Wert darauf, dass das, was deutsch ist, erhalten bleibt. Dem Wessi ist das eher so wurscht, dass das alte Deutsche erhalten bleibt. Das sei eben rausgewachsen. Und die Ossis, die das neue Deutsch der Wessis gut fanden, sind nach der Wende in den Westen gezogen. Und die, die das neue Deutsche der Wessis nicht gut fanden, sind im Osten geblieben. Und deswegen dürfe man sich nicht wundern, warum der Ossi die Welt anders sieht als der Wessi. Und da muss ich sagen, was für eine absurde, krude, sich in sich selbst widersprechende Spinnerei das schon wieder ist. Also einem halbwegs intelligenten Mensch wäre zwischendurch mal aufgefallen, dass das eigentlich in sich absolut nicht logisch klingt und Blödsinn sein muss. Aber nee, Richard David Precht gehört zu den Leuten, die so sehr in ihre eigenen Fantasien verliebt sind, dass sie sie tatsächlich selber glauben. Auch wenn es purer Blödsinn ist, der sich in 0, nix widerlegen lässt. Ich meine, die jungen Ossis sind doch nach der Wende in den Westen gezogen, weil im Osten die Wirtschaft zerstört wurde und man brauchte halt einen Job. Die sind nicht in den Westen gezogen, um Wessis zu werden im Sinne eines neuen Deutschseins, das verwestlicht wurde. Auch wenn es sicherlich genug von der Sorte gab. Aber in erster Linie ging es pur primär darum, dass man Arbeit brauchte. Weil man musste ja Geld verdienen. Etwas, das auf der ganzen Welt alle Menschen so machen. Aber nee, wir kennen das ja, der Ossi tickt komischerweise immer komplett anders als der Rest der Welt, jedenfalls aus Sicht von den Leuten, die über den Ossi gerne aburteilen. Und nein, der Ossi hatte auch keine Angst oder großartig Respekt vor der Polizei. In der DDR. Na klar, man musste politisch in gewisser Weise mitspielen, weil sonst bist du im Knast gelandet. Aber soweit es ging, haben sich viele da, ich sag mal, Spielchen mit der Polizei geliefert. Das ging schon los wie mit, dass man blöd angemacht wurde für zu lange Haare oder was an der Simme da komisch umgebaut wurden war, was nicht durfte und bla bla bla. Also wenn du dem DDR-Bürger mal zuhörst, wie das mit der Polizei damals lief, da gibt's ganz andere Geschichten als das, was hier der Precht behauptet. Und die Ausländer in der DDR, die waren nicht einfach nur aus Angola, Kuba und Vietnam. Nee, die waren erstmal in erster Linie aus Russland, weil Russland war ja hier die Besatzungsmacht. Dann gab es natürlich noch Polen, Bulgaren, Ungarn und so weiter und so fort. Also alles, was die kommunistische Welt so hergab. Zwar stimmt es, dass die natürlich möglichst aus dem Stadtbild und der Gesellschaft rausgehalten wurden. Das war aber auch der Wunsch der entsprechenden Herkunftsländer. Die wollten das auch so. Und die russischen Soldaten waren in erster Linie in ihren Kasernen eingesperrt. Und das wusste man als DDR-Bürger auch. Und man wusste auch, wie es dazu geht. Das war eine Katastrophe oft und das fand man auch nicht gut. Und ja, der DDR-Soldat war in seiner Kaserne auch ziemlich eingesperrt. Nicht so schlimm wie die Russen, aber schön war das auch nicht. Weswegen es ja in der NVA die sogenannte EK-Bewegung gab, mit solchen abstrusen Ritualen wie Musikbox oder Schildkröte, wenn jemand weiß, was das heißt. Abgesehen davon sind Ausländer trotzdem im Stadtbild der DDR aufgetaucht. Auch abends in Diskos und Kneipen. Also, dass es hier keinen Kontakt zwischen DDR-Bürgern und Ausländern gab, ist völlig abstruser Unsinn. Detlef die Soße zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Genauso abgedrehter Käse ist, dass der Precht behauptet, der Wessi soll kein Deutscher mehr sein. Wie erklärte sich dann das Brauchtumstheater der Bayern? Und abgesehen davon, überall in Deutschland, in allen Regionen, gibt es Eigenheiten, da gibt es vielfältige Besonderheiten. Ja, Vielfalt war in Deutschland schon immer da, auch schon durch die Deutschen selbst. Schwaben, Thüringer, Rheinländer, Sachsen, Baden und so weiter und so fort. Die Liste ist ewig lang. Also der Wessi ist auch so wie der Ossi immer noch Deutscher. Abgesehen davon, dass es immer schon Einwanderung gab, Beispiel Hugenotten. Ja, auch trotz Hollywood-Filme und Coca-Cola. Wobei das ja auch völlig gaga abgedrehte Beispiele vom Precht sind, sowas zu nennen.
Also mal so als Nebeninfo, Hollywood hat massiv davon profitiert, dass die 33er einen Großteil der deutschen Kultur aus Deutschland rausgeworfen haben. Ja, vor den 33er-Pfeifen war Deutschland jetzt kein unbedeutendes Filmland. Und viele von den Leuten, die raus sind aus Deutschland, ja, die hat's nach Hollywood verschlagen. Und abgesehen davon, Hollywood ist sehr deutsch und sehr jüdisch und jüdisch-deutsch geprägt. Ja, viele der amerikanischen Schauspieler haben einen deutschen oder jüdischen Hintergrund bzw. deutsch-jüdischen Hintergrund. Und ja, Richard David Precht wird's wohl nicht glauben, aber die Einwohner von Amiland, die da hingemacht sind, die sind nicht einfach so aus dem Nichts vom Himmel gefallen. Da gibt's tatsächlich eine prägende Geschichte und die ist sehr stark deutsch gefärbt. Könnte man wissen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hätte, aber hey, man kann sich einfach irgendwelche kruden Spinnereien aus den Fingern ziehen. Und Coca-Cola ist da genauso ein völlig sinnloses Beispiel. Also ich dachte eigentlich, das müsste mittlerweile jeder wissen, dass die 33er und Coca-Cola eine enge Zusammenarbeit hatten. Ja, die bräunliche Ami-Limo fand sich auf vielen 33er Parteitagen, Veranstaltungen und so weiter und so fort. Gibt's sogar eine Doku zu, die das sehr feinsäuberlich aufdröselt. Könnte man kennen, aber Richard David Precht muss das ja nicht kennen, weil er weiß einfach alles. Er muss es sich einfach nur ausdenken. Auch, dass die westliche Musik den Westen so sehr verändert hat und den Osten nicht, ist ein völlig sinnloser Quatsch. Denn der Ossi war auch scharf auf diese Mucke. Der ist nur schlechter rangekommen. Der hat noch viel länger als der Wessi vorm Radio gehockt und wollte den ganzen Kram mitschneiden. In den Plattenladen gehen und sich die Scheibe holen, das ging nicht einfach so. Wenn im DDR-Plattenladen die neue Ware ankam, dann standen die Leute schon lange, bevor der Laden aufgemacht hat, davor Schlange. Plus, dass es noch Leute gab, die mit Vitamin B sich sogar Sachen noch vorgesichert haben. Oder eine andere Bezugsquelle war, das illegal über die Grenze zu schaffen, was natürlich teures Geld gekostet hat. Oder es gab natürlich auch solche Leute, die Westverwandtschaft hatten. Aber im Osten wurde mehr oder weniger fast dieselbe Musik gehört wie im Westen. Je nachdem, wie gut oder schlecht man da halt rankam. Aber auch wieder so Sachen, die weiß ein Precht einfach nicht, er fantasiert sich irgendeinen kruden Käse zusammen. Auch dass er tatsächlich behauptet, die Gastarbeiter seien bis 89 integriert gewesen, ist doch völliger Mumpitz. Es sind doch gerade die rassistischen, radikalen Rechten aus dem Westen gewesen, die nach der Wende nach Ostdeutschland gekommen sind und die Leute hier aufgestachelt haben und für das Grundproblem gesorgt haben. Eine Wahrheit, die man uns ungern erzählt, lieber wird das Märchen aufgetischt, der Ossi war schon immer ein radikaler Rechter und rassistisch. Man hat zwar keine wirklichen Belege dafür, beziehungsweise die Belege, die man hat, die widersprechen sogar der Theorie, aber in der großen medialen Öffentlichkeit ist das kein Thema. Dass sich aber der Precht noch zu Recht fantasiert, es hätte da keine Schimpfwörter mehr gegeben. Also, das ist ja wirklich die absolute Höhe. An sowas sieht man ja, in was für einer weltfremden, zusammenfantasierten Traumwelt der lebt. Und so ein bildungsfremder Spinner kassiert fett GEZ-Kohle ab, dafür, dass er allwöchentlich zusammengesponnenen Murks ins Mikrofon brabbelt, um uns dummen Deutschen zu erklären, wie dumm wir sind und wie man die Welt zu sehen hätte. Also Richard David Precht ist doch der Minusäugige unter den Blinden. Und um mal so ein Beispiel zu nennen bezüglich des rassistischen Verhaltens des Wessis, es gab 1993 eine schöne Serie, die hieß Motzki, hatte leider nur eine Staffel, weil sowohl Wessis als auch Ossis sich darüber beschwert haben, dass sie da halt nicht gut wegkommen. Und in der Serie wird natürlich völlig überzogen, das rassistische Verhalten eines Westdeutschen ständig thematisiert. Es geht gegen Türken, Polen, Ossis und so weiter und so fort. Sprich, dass der Wessi rassistisch ist, ist ein Bild über den Wessi aus den 90ern, das sogar filmisch, beziehungsweise hier in einer Serie, verwurstet wurde. Da kann man doch nicht behaupten, das sei nicht so gewesen. Genauso absurd ist ja, dass der Precht tatsächlich behauptet, vor der Wende war der Gastarbeiter in Deutschland integriert. Nee. Das Problem, was wir heutzutage mit der Integration haben, bestand schon vor der Wende in der BRD. Und ist bis heute einfach nur immer schlimmer, schlimmer, schlimmer und schlimmer geworden. Auch dieser Unsinn,
der Osten hätte ja Sachen wie Coca-Cola und Co. nachgemacht, aber das sei halt nur so in kleinen Dosen. Also erstmal hat der Osten das deswegen nachgemacht, weil es zu teuer war, massenhaft Coca-Cola zu importieren. Hätte sich der Staat nicht leisten können, gilt übrigens für alle Ostblockstaaten. Und deswegen hat man zum Beispiel im Osten die Vita-Cola erfunden. Und ja, da gibt es noch zig andere Produkte. Und ja, das wurde auch in den anderen Ostblockstaaten gemacht, wie zum Beispiel der Tschechoslowakei. Da heißt das Zeug Kofola. Kann ich nur empfehlen, das mal zu probieren, am besten direkt vom Fass. Na jedenfalls ist das, was halt hier mit Coca-Cola passiert ist, auch mit anderen Sachen in den Ostblockstaaten passiert. Und dadurch hat sich eben eine andere Kultur gebildet als wie im Westen. Wie aber auch die Bindung des Ossis zur Kirche viel anders ist als in Westdeutschland. Weswegen es heute kaum Kommunion in Ostdeutschland gibt, sondern eher die Jugendweihe. Und diese sich anders oder sagen wir eigenständig gebildete Kultur will man ja den Ostdeutschen absprechen und macht das nieder als DDR-Nostalgie. Nee, das ist eine eigenständige, andere Kultur, die den Ossi eben untereinander verbindet, egal ob er Thüringer, Sachse, Mecklenburger und so weiter und so fort ist. Das ist kein Hinterhertrauen der Vergangenheit, sondern das ist eine Kultur des Ostdeutschen. Und eine ähnliche kulturelle Prägung gibt es auch in den Ex-Ostblock-Staaten, wie zum Beispiel Polen, Tschechien. Und da merkt der Ossi auch immer mehr, was für eine kulturelle Verwandtschaft er eigentlich mit denen hat. Und eben auch von den slawischen Einflüssen schon seit Jahrhunderten stark geprägt ist. Und wer das herabwürdigt, zeichnet sich letztendlich nur als Rassist aus. Mit einem tiefsitzenden, ausgeprägten Hass auf alles das, was er als Ostdeutsch identifiziert oder irgendwie als DDR. Und das von Westseite und natürlich auch so einigen Ex-DDR-Bürgern als rassistisch, Preußentum oder Drittes Reich abzustempeln, hinzustellen, also es ist wirklich absolut ekelhaft und widerwärtig. Und erstaunlicherweise sind es immer besonders reiche Westdeutsche und reiche Ostdeutsche, die das machen. Die können partout nicht akzeptieren, dass der Ostdeutsche eine andere Kultur hat und dass die nun mal eigenständig ist. Und Richard David Precht reiht sich mit seiner kruden Fantasie, die er zum Besten gibt, eigentlich ein in eine Reihe von Ostdeutschland hassenden Rassisten. Und ja, ich habe da kein Problem, das als Rassismus zu bezeichnen, weil es das offenkundig ist, weil ich habe es ja gerade nachgewiesen, dass das purer Rassismus ist. Man dichtet den Ossi einen Blödsinn an, der hinten und vorne keinen Sinn ergibt und obwohl man nicht mal einen Funken Ahnung hat, null Hintergrundwissen, macht man das. Und sowas ist Rassismus. Abgesehen davon, dass der Precht ja sogar noch so weit geht, dem Deutschen an sich, also auch dem Westdeutschen, das Deutschsein abzusprechen. Also man kann ja wirklich nur den Kopf schütteln und sich fragen, was soll der Blödsinn? Was soll dieser Käse? Was ist der Antrieb solcher Leute wie Richard David Precht, das zu machen? Ist denen so langweilig, dass sie sich immer einen neuen Blödsinn ausdenken müssen, oder wie? Ich meine, wenn euch so langweilig ist, dann geht doch mal was Richtiges arbeiten, was Produktives. Wie zum Beispiel ein Klo putzen, ein Dach reparieren, Kellnern, Kochen. Gibt viele Sachen, wo man ehrliche Arbeit machen könnte, die auch wirklich anderen Menschen was bringt. Aber das will man ja nicht, da ist man eigentlich viel zu faul für, weil da muss man ja richtig arbeiten und dann wird ja solche Arbeit, die richtige Arbeit ist, immer schlecht bezahlt in Deutschland. Damit eben andere faul rumsitzen können, sich Blödsinn ausdenken können und damit die anderen vollsülzen und dafür dann noch völlig überbezahlt werden. Aber vielleicht erzählen uns Leute wie Richard David Precht deswegen diesen ganzen spalterischen Unsinn, damit sie weiterhin Fettkohle absahen können, damit eben weiterhin die echten Arbeiter billig abgespeist werden. In diesem Sinne, Arbeit kann Reichtum schaffen, besonders für diejenigen, die arbeiten lassen. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs lange Zuhören. Es ist halt wirklich heute ein langes Video geworden. Aber trotz, dass ich mich wirklich versucht habe, kurz zu fassen, naja, es ging halt doch in die Länge. Ich hoffe, bis zum nächsten Video. An dieser Stelle, tschüss.